Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge Sky Factory 4 mit mir, eurem Illyria, Opa Zockt und unserem Gastspieler Felix Gaming. Hallo. Wer ist das? Hallo. Keine Ahnung. Sehr berühmt. Ich habe nicht eingeladen, Opa, du? Nö, ich kenne nicht. So, in der letzten Folge haben wir hier automatisiert mit den Videos angefangen. Allerdings, der andere Gatherer wollte nicht arbeiten oder Farmmaschine von Cyclic. Ja, aber die würde ich auch nicht arbeiten wollen. Ja, genau. Jetzt versuche ich es mit dem Plant Gatherer. Wenn das auch nicht funktioniert, habe ich eine Idee wegen Energieversorgung. Und zwar, ich setze einfach eine Solaranlage in den Plant Gatherer. Ich würde es eher mal mit einem Kabel versuchen. Weil manche Maschinen arbeiten nur mit Kabel. Die Cyclic hätte normalerweise damit arbeiten müssen, weil die Energieversorgung auch von Cyclic ist. Hätte normalerweise funktionieren müssen. Kabellos ist trotzdem immer ist immer sehr anfällig. Das ist richtig, da hast du schon recht. Allerdings funktioniert der Laserdrill auch und der ist auch über kabellos. Nee, vergiss es, der war kabellos. Weil er nämlich immer nicht funktioniert hatte. Das ist erstmal nur experimentell, wenn das nicht funktioniert, dann werde ich auf jeden Fall Kabel verlegen. Ich scheue nur gerade ein bisschen davor, lange Leitungen zu legen. Und es wird schon wieder Nacht. Das ist doch schön. Okay, die Energieversorgung von Cyclic arbeitet nicht. Okay, brauchen wir nicht. Dann machen wir das, was Opa schon sagte, liebe Zuschauer, und zwar wir legen Leitungen. Nein, Essen. Ach, er hat sich einfach in mein Bett gepackt, frech. Dann lass er wirklich so rumstehen. Übrigens, Felix, hier steht noch ein Bett mitten in einer Pampa herum. Das kann gar nicht mehr von mir sein. Genau. Was bringt mehr Strom, Windrad oder Solar? Ne, Windrad würde ich sagen, weil Windrad bietet immer Strom. Jetzt bin ich einfach mal so dreist. Jetzt spielen wir mal ein bisschen Öko-Multi. Bam. 92. Wunderbar. Das passt. Das heißt aber, die Anlage... Die Maschine arbeitet auch. Aber er hat den ganzen Crop aus dem Boden gezupft, der Sack. Ja, deswegen auch Gatherer. Wir brauchen noch den Sower. Alter, ich muss hier noch die Dings reinpacken, die Speed-Module. Schön. Felix, kannst du mir kurz einen Gefallen tun? Kommt drauf an. Batterie. Das gibt's ja, nicht. Das reicht gucke. Sogar. Der Strom reicht sogar für einen Windgenerator. Das ist ja verrückt. Ja, ich stehe. So, machen wir den Sower weiter. Wie viel haben wir jetzt gerade? 24.440. 24.440. Ja. Ein Blumentopf brauchen wir. Wie niedlich. Was fehlt denn noch? Und fertig. Der Plan Sower haben wir auch. Immerhin wissen wir eines, liebe Zuschauer, diese Maschine arbeitet auch mit Mystical Agriculture. Das ist schon einiges wert. Wie fahren wir jetzt? Gleich wie vorher. Okay, das sind keine Richtung. Okay. Die Leitung machen 25.011. Das Zeug hier oben nimmt vom Strom her ab. Ein Upgrade. Verstehe ich gerade nicht so ganz. Ich brauche noch eine Energieleitung. Habe ich eine hier in der Tasche? Das heißt, es müsste mindestens 25.011 rausgehen, wenn nichts läuft. Redstone, Redstone, Redstone.
Kann das sein, dass die Anzeige nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich habe eine andere Vermutung. Versuch mit einem Vierer. Ich bin mir nicht sicher. Shit, wie hießen jetzt die Energiezellen da drüben? Powercell, Medium oder was meinst du? Ja, Powercell. Right-click, with a range to in or output mode. Work can store and can be combined with other cells. Aber wie viel geben die ab? Oh, gut geschätzt. Gute Frage, sehr gut nächste geschätzt. Frage. Er macht auch noch Sludge. Der Gatherer. Okay. Felix, kann ich dich nochmal ganz kurz zur Energiezelle begeben? Mhm. Oder guck mal bitte, wie jetzt der Input und der Output sich entwickelt. Ja. Ändert sich daran was? Ja. Ah. Insert ist jetzt auf 32.000 hoch. Ich hab da eine Ahnung, was der macht. 32.000. Ja, die Signale machen 16.000. Das heißt, zwei Inputs, 32.000. Vier. Haben wir jetzt auch Extract. Erhöht sich das Extract? Nö. Wenn das irgendwer weiß, wie viel geben die hier ab? Die Power Cells. Meinst du die Power Cells von RF Tools Generators oder was? Was sind die von RF Tools? Keine Ahnung. Ja, RF Tools Power. Ja, Power, nicht Generators, Power. Die geben so viel ab, je nachdem wie groß der Multiblock ist. Die geben exponentiell mehr ab, je größer er wird. Ja, wie viel geben sie jetzt ab? Das kann ich dir so nicht genau sagen. Das ist wie gesagt abhängig von der Größe. Nach dem Multiblock zu urteilen, den du schon gebaut hast, würde ich sagen, eigentlich ziemlich gut und genug. Es sei denn, das gilt nicht als Multiblock, weil... Warte mal. Pass auf. Doch, das ist schon gut. Das ist ja alles ein Multiblock. Hat sich erledigt. Pass auf. Ich habe jetzt hier eine Signalumleitung. Die transfert 25.000 RF. Meine Batterien da hinten leeren sich. Ja. Aber es gehen ja hier noch nicht mal, oder es, ja, jetzt gehen mal 25.000 RF raus. Aber dann dürft ihr nirgendwo was anderes sein. Dann dürft ihr nirgendwo irgendwer was anderes verbrauchen. Außer der Stromanschluss bei mir. Ja, nee. Wenn, wie gesagt, ich verbrauche gerade 25.000 RF. Ja. Dann dürft ihr kein anderer was verbrauchen gerade. Oder beziehungsweise maximal 411. Also dann reicht die Leitung auch nicht. Würde ich mal behaupten. Würde ich mal behaupten. Die reicht auch nicht. Na, warte mal, wo hast du jetzt die neue Leitung hingesetzt? Ja, da wo ich die alte Leitung hingesetzt habe. Weil hier steht, es sind nur die Signalumleitungen. Genau, das ist hier der Input. Aber der Output. Der ist jetzt. Jetzt ist so ein Energieduct. Ah.
Resonanz, genau. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Kann man nicht irgendwie prüfen, wie viel Energie die Leitung selber hat? Nein, leider nicht. Bei NDIO geht das, deswegen. Ach, so geht es. Ja, ich verbrauche 25.000 F hier. Ja, ich befürchte, das haut hin. Diese Volation Chamber frisst schon viel Strom. Du hast die ganzen Maschinen von Mechanisten, die richtig saufen. Ich befürchte, Opa, genau da liegt das Problem. Okay, dann muss ich mal rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Also 20 Maschinen von Mechanismen. 20 Maschinen mal jeweils 788. So, die verbrauchen hier 15.000. Und das ME-System verbrät ja auch seine guten 10.000 F mittlerweile. Ja, dann bin ich am Arsch. Ich befürchte es auch. Ich bräuchte hier auf Volllast 38.000 F aktuell. Ja, ich glaube, die Rechnung geht nicht ganz auf, ne? Okay, größere Leitung. Ich brauche Cryo-Stabilized Flux Ducts. Silber. Auch eine Itemleitung. Bin gerade nicht in der Nähe des Bettes. Boah, ich hab Zeit. Jo. Okay, Moment, Moment. Ah, okay. Felix, die Mob-Farm, funktioniert die? Nicht hundertprozentig, glaube ich. Warum nicht? Weil die Items nicht rausgegeben werden wollen, warum auch immer. Kann die auch XP herstellen? Ich weiß es nicht, ich habe mit der Maschine noch nie gearbeitet. Felix? Ja. Komm mal mit dir her. Ja. Du siehst doch hier unten den Servo, ne? Ja. Wenn das die Redstone Control auf High steht, braucht das Ding, um zu funktionieren, ein Redstone-Signal. Du musst es auf Ignore stellen, dann gibt der auch Items raus. Es ist doch auf Ignore die ganze Zeit. Nein, es ist die ganze Zeit auf High. Weil jetzt gibt auch Items raus, komischerweise, ne? Aber auch nur ein Slot. Ja, weil das ein Basic-Servo ist. Du musst mal ein bisschen größeren Servo einsetzen. Ah, da ist so laut. Warte mal, ich verstehe kein Wort. Weil der Basic-Servo macht 16 Items pro Tick. Du brauchst zu dem halt die Zeitpunkt konnten wir nichts Besseres bauen, beziehungsweise hatten wir keine Items für bessere Sachen.
wenigstens mal. Warte mal, ich platz mal Opa, kurz. wenn du hier an meinem Terminal arbeitest, nimm bitte das obere Terminal. Das untere daran arbeite ich. Das ist mir doch vollkommen egal, wo du arbeitest. Ich greife dir aber auch nicht in deine Leitung rein. Weil ich bin ja selber am Arbeiten. Alter, kannst du das nicht mal kurz anmachen? So, das müsste funktionieren. Wo holt denn er die Items rein? Was meinst du mit Items rein? Ach, das Ding ist da zwischendrin, ne? Ja. Das war das Falsche. Da ist ein Tank, um die Flüssigkeit, irgendeine Essenz halt wegzumachen, damit die Maschine funktioniert. Und dann ist da unten drunter halt der Output, so. Aber wir haben Enderperlen. Ach, guck mal. Ist fast leer, das Ding. Werde wahrscheinlich Filter benötigen, das muss ich gucken. Aber es sieht so aus, Alter, ist das laut, ey. Es sieht so aus, als ob die Stromversorgung nicht so wirklich funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Würde ich behaupten. Moment. Oh, ja. Ja, gut, das Ding auch. Einmal puff und alles war weg. Ich brauche noch ein Servo. Hast du Licht angemacht da drinnen? Ja, ich wollte mal ganz kurz hochhaben. Ich glaube, du müsstest die Dinger sperren, ne? Ja. Weil er nimmt sich jetzt hier schon für Spider-Eye zum Beispiel 2 Plätze und so weiter und so fort, ne? Ja. Der Filmessenz wird nicht gezogen, genauso wie es soll. Illyria, was kann man hier aus der Essenz machen? Aus der, du meinst aus der Inferium-Essenz? Die brauche ich. Ja. Welche dann? Die hier oben, die Essenz. Von welcher Mod jetzt? Die Abfallprodukte beim Mob-Ding. Einfach nur Essenz, nicht Inferium-Essenz, sondern einfach nur Essenz. Ach so, das ist flüssige XP. Wie kriege ich die zu XP von mir machen? Entweder brauchst du dafür einen Konverter, der hier wahrscheinlich nicht existiert. Oder warte mal, es gibt glaube ich einen Konverter. Moment. Konverter. Ja, gibt es. Den Fluid Dictionary Converter von Industrial Foregoing. Weil das ist ja auch die Essenz von denen. Dieses Ding wandelt die Essenz direkt in Experience von Cyclic um. Oder in Terminal Foundation. Essence of Knowledge. Das Ding? Fluid Dictionary Converter, genau. Wird auch dafür gesammelt, um zum Beispiel einen Spawner zu bauen, der Mob deiner Wahl spawnt. Aber das ist ja hier nicht notwendig, also kannst du alles machen. Ja, ich brauche die XP. Braucht der Strom? Der braucht, der Konverter, weiß ich jetzt nicht. Kann sein, dass er keins braucht. Braucht er nicht. Gut. Viel Spaß aus einem Black Hole das Zeug rauszubekommen. Ich weiß nicht, ob das geht. So, ich würde sagen, meine Maschine funktioniert. Der Plant Gatherer. Ab. So. Vielleicht können wir das sogar upgraden, dass es größer wird. Wenn wir dann schließlich ein größeres Feld haben. Wie heißt das Zeug? Essence Bucket, ne? Richtig. Ja. Aber das können wir theoretisch erst machen, wenn wir ein weiteres so ein Ding haben. Immerhin, es funktioniert so wie es soll. Always active. Aber er arbeitet nicht. Warum nicht?
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du Sachen überhaupt aus dem Black Hole Tank rausholen kannst wieder. Ja, steht doch da. Moment. Tank. Point enabled. Ach so. Wie kann man Essence aus dem Black Hole Tank rausholen? Ich hätte behauptet, gar nicht, aber... Doch, das geht auch sogar mit einem Bucket. Oder eine Leitung, zufällig? Eine Leitung wäre... Ja, das geht auch. Mit der Fluidleitung kriegst du es auch raus, extrahiert. Ja, mal wieder eine Leitung. Fluiduts. Servo und ein Lever. Ein Fortune-Add-on. Könnte das Fortune auch dafür funktionieren? Ich brauche XP. 48 Milliarden XP. Das könnte, glaube ich, sogar mit dem, was da drin ist, schon knapp werden. Fortune. Pink Slime Ingot. Aha. Receiving Machine, das mache ich jetzt nicht. Und wie kriege ich das Zeug aus dem Fluid Dictionary Dings da Gerät raus? Extrahiert. Wahrscheinlich mit so einem. Das ist Industrial Foregoing. Ich habe mich damit gut aus. Gut zusammen. Also, ist schon lange gemacht. Für mich ist die Mod kein allzu großes Mysterium mehr. Ich kenne mich mit Industrial Foregoing relativ gut aus. Alles klar. Und wie komme ich jetzt an die Experience ran? Warte, ich komme mal zu dir. Vielleicht stehen ja 17 Maschinen. Das ist mir vollkommen egal, wie viele Maschinen hier stehen. Ja, wie gesagt, extrahieren. Ja, habe ich. So. Und, was mache ich jetzt? Trotzdem kriege ich kein Level. Nein, so geht's ja nicht. Du brauchst entweder eine Dusche, sofern es die von Cyclic, glaube ich, gibt. Ich weiß es nicht. Oder du brauchst eventuell dieses, warte, lass mich kurz nachdenken. Wieso krieg ich das in der Tasche, obwohl ich die Magneten deaktiviere? Du hattest noch ein Fluid, ne? Nö, ich hab keinen. Hä? Redstone und Signalum. Ich hab keine flüssige Leitung. Warte, kurz mich kurz nachdenken. Experience. Du kannst das in Glasflaschen abfüllen zum Beispiel. Du kannst daraus Experience-Flaschen machen. Muss ich die Glasflaschen reinschmeißen? Ja, hier wohl nicht. Ha, ich hab's. Also da, danke, reicht mir. Wie gesagt, ich kenne mich weitestgehend damit aus, nicht hundertprozentig. Ja, ist in Ordnung, ich hab's. Okay, und wie? Ja, ich muss... Ah, ja, hat sich schon erledigt. Gut, wenn du es weißt, ist ja alles gut. Aber wir sind am Ende der Folge angelangt, liebe Zuschauer. Wie ihr sehen könnt, ich habe es hingekriegt. Die Anlage läuft jetzt automatisiert. In der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass wir einen zweiten Tier 3 Grow Accelerator bauen. Dann werden wir auch dieses Upgrade hier von 4 auf 8 hoch ändern. Dass wir eventuell ein großes Achterfeld haben. Also Viererfeld meine ich. Ja, und dann dürfen die Crops hier wachsen. Also, wir hoffen, ihr habt Spaß, genau wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss.